Ist das ein einfacher Soldat? Ah, gut. Den Katapult zu sehen? Nein. Und das Lagerhaus hat es zerrungst. Aber jetzt der andere Kampf dort unten hat auch funktioniert. Das scheint jetzt hier so ein bisschen das Ende der Karte zu sein, ne? Okay. Das heißt, wenn wir die hier alle bekämpfen... dann kann das an der Stelle sein, dass da wieder anderswo Soldaten frei werden. Na. Kohlebergwerk verbraucht. Jetzt haben wir noch eins dort oben. Ist das hier auch verbraucht? Warum kriege ich da keine Nachricht dazu? Schwach, liebes Spiel. Ganz schwach. So, hier komme ich auch rüber. Gut, jetzt werden die hier platt. Theoretisch könnte man jetzt hierher gehen und alles abreißen. Was haben die denn noch an Land überhaupt? Ein Viertel ungefähr von dem, was wir haben. Das ist schon noch ordentlich, ne? Muss ich mal ganz klar sagen. Das sollte man nicht unterschätzen. So, können wir erstmal die Beförderung reinhauen. Wie sieht es hier unten aus? Hier kommt noch wieder ein Soldat an. Na gut, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn das hier unten voll wird. Aber Steine brauchen wir hier. Steine. Der Steinbruch will geben, Leute. Da ist der nächste. Na, ich ahne Schlimmes. Ah, ne, Goldbergwerk. Ja, es ist zwar auch schlimm, aber wenn das schließt oder nichts mehr hat. Na gut, dann könnte man hier wahrscheinlich auch diese ganze Reihe an Gebäuden hier abreißen. Wachturm nicht besetzt. Da hoffe ich bloß, dass da direkt einer reingeht. Und das klar macht. So, hier unten. Da kommt da der Stein. Nicht mehr gespeichert. Ja, schön. Auf das Gebäude. Und getroffen. Jawohl. So, und das könnte jetzt das letzte von den... Wisst ihr was? Da stelle ich einfach einen Angriff drauf jetzt. Bevor da wieder irgendwelche Steine ankommen. Also bloß ein einfacher Soldat. Zack. Ah, da unten ist noch was. Förderungssperre raushauen. Weil hier sollte eigentlich nicht mehr viel sein. Genau. Oh, da unten ist tatsächlich für Rosa noch irgendein Weg anscheinend offen. Wie auch immer. Ich hoffe mal, dass das das Letzte ist, was die hier haben, irgendwie. Ob die das Hauptquartier noch haben, das weiß man nicht. Das müssen wir dann mal herausfinden in den nächsten Augenblicken und Momenten. So, hier kommt erstmal ein einfacher raus. Ja, das war's. Für Rosa, oder? Genau. Oh, es haben nur noch schwarz. So, die gehen alle raus hier, das ist gut. Da wird ja ein bisschen was frei, vielleicht auch für den Wachturm, den wir oben hier gerade gebaut haben. Und
Tja, jetzt gehen die letzten Kämpfe los. Hier, der geht auch dort raus. Auch sehr gut. Da könnte ich mit 7 angreifen. Trink mal kurz was, Moment. So, da bin ich wieder zurück. Das kann ich eigentlich jetzt schon abreißen. Boom. Ein Soldat mehr, der da jetzt zur Verfügung steht. Ob hier unten noch irgendwas kommt an Gebirgen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wahrscheinlich geht irgendwie so ein Weg zusammen. Aber ob es das dann ist. So, ah, Militärgebäude besetzt. Jetzt können wir das auch hier anbinden. Und hier auch nochmal Geologen hinbringen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar klägliche Reste. Da ist jetzt gar kein Soldat mehr drin. Na gut, so, jetzt machen wir mal hier von hier unten weiter. Kein Angriff möglich, Dreierangriff möglich. 2, 2, 2. Gucken, ob wir Glück haben. Ah, es ist ein Einsfahrer, also ein normaler Soldat, unbefördert. Das sollte also ein No-Brainer sein, den zu schlagen. Oh, da wurde einer von uns besiegt. Tragisch. Moment, kam da jetzt gerade wirklich ernsthaft einfache Soldaten gerade zum Kampf? Aber hier könnte man wieder schön Katapult hinstellen. Würde ich wahrscheinlich nicht lohnen. Da könnte ich mit dem einfachen angreifen. Ja, weiß man natürlich auch ja nicht, wie es dann dort weitergeht. Ja, die zwei Katapulte, die stören irgendwie ein bisschen. Haben die jetzt mal hier schon besucht hier? Wo war das? Hier? Ah, die kommen gerade an. Oh, gut, das ist einfach hier. Der ist schnell weg. Oh, oh, Katapult. Da war es das, glaube ich, gleich mit dem Gebäude. Ja. Schade. So, wie sieht es hier aus? Nicht gut. Ja, das kann man, glaube ich, vergessen, da irgendwie zu dingsen. Würde sich ein Katapult lohnen, aber so lange, wie das da mit dem Steintransport dauert, kann ich ja mal einen Angriff wagen. Ach, das ist eh ein einfacher. Zack, ein Schlag und weg damit. So, wie sieht's hier aus? Hier unten. Soldaten befördert oder? Nee. Oben sind 6 Beförderte. Okay, machen wir in die Richtung weiter.
Ja, das ist auch ein Schlag und fertig. Na gut, oder zwei. Oder drei. Oder vier. Oder fünf. Na komm, lass doch von diesem einfachen Fußsoldaten hier nicht unterkriegen. Du General. Geht doch. So, wieder ein Lager zerstört. Das heißt, deren Waren werden immer noch runtergehen. Komm, aber ich habe auch nicht mehr viel hier. Auf zum nächsten. Da bin ich ja nochmal gespannt auf den Kampf ums Hauptquartier dann, wie die da mit ganzen Generälen ankommen. Da wollten sie ja eine Festung bauen. Wenn die ja mit Generälen ankommen und wir aber irgendwie wirklich jeden Soldaten irgendwo her klauben müssen. Das könnte interessant werden. Oh, jetzt haben wir das Kohlebergwerk hier verbraucht. Schade. Gut, wie gesagt, dann reißen wir jetzt hier diesen ganzen Block ab. Zack. Zack. Oh, jetzt hat es den ganzen Weg hier zerrungst. Aber damit müsst ihr jetzt leben einfach. Ich brauche die Soldaten. Immer wieder die Problematik, Arschloch hier, hat er mich einfach besiegt hier. Ja, bitte wieder die Beförderung starten. Da bitte auch. Dann Katapult hinstelle, ob der dort oben hinschießen kann. Ja, ich